Das Molekül Neurofilament ist ein wichtiger Bestandteil von motorischen Nervenzellen, das bei einer Schädigung des Nervengewebes freigesetzt wird. Mithilfe einer extrem empfindlichen Analysemethode kann es auch in geringsten Spuren im Blut nachgewiesen werden. Damit kann Neurofilament als biologischer Marker zur Sicherung der ALS-Diagnose und Bestimmung der individuellen Prognose genutzt werden. Nach mehreren Jahren der Biomarkererkennung ist jetzt ein Durchbruch gelungen. Mit dem Bluttest für Neurofilament Light Chain besteht nun die Chance, dass durch diesen Biomarker die Therapieeffekte neuer zukünftiger Medikamente bereits im Blut nachweisbar sind, lange bevor ein Therapieeffekt äußerlich erkennbar wird. Durch eine nun dringliche Forschung muss geklärt werden, ob durch Neurofilament Light Chain Medikamentenstudien, die üblicherweise 2 bis 3 Jahre dauern, schneller und effektiver designt werden können. Unser ALS-Patienten läuft einfach die Zeit davon. Wir haben fast wöchentlich oder zumindest monatlich neue Beschwerden und Symptome. Ich weiß, dass es einige interessante Entwicklungen gibt für neue Medikamente, neue Wirkstoffe, aber die dauern sehr, sehr lange. Und man könnte die Zeit verkürzen für diese medizinischen oder Medikamentenstudien, wenn man auch die Erforschung von Biomarkern weiterkommen würde. Und wir hoffen, dass hier es zu einem Ergebnis kommt, um uns ALS-Patienten vielleicht noch mehr Zeit zu geben.